Wie viel Zinsen kriegst du eigentlich auf dein Tagesgeld? Ich behaupte jetzt einfach mal, viel zu wenig. Gerade wenn du Kunde bei der Sparkasse bist, dann solltest du dich richtig ärgern. Aber auch bei vielen anderen Banken holst du viel zu wenig aus deinem Ersparten raus. Warum das so ist, das verrate ich dir in diesem Video. Und natürlich zeige ich dir auch, was du gegen zu niedrige Zinsen tun kannst und welche Alternativen es für dich gibt. Und damit hallo und herzlich willkommen. Ich bin Felix von Finanzen der Ratgeber. Wenn wir über Zinsen sprechen, dann kommt den meisten ein Begriff in den Sinn, um den es in den vergangenen Monaten immer wieder ging: die Zinswende. Die Zinswende ist für dich als Anlegerin oder Sparer wichtig, weil die Zinsen ja generell gestiegen sind. Sowohl die Negativzinsen bei Krediten als auch die Positivzinsen bei zum Beispiel Tagesgeld. Gleichzeitig ist ja die Inflation bei uns in Deutschland in den vergangenen Monaten extrem hoch gewesen, mit Werten von zeitweise mehr als 10%. Für das Jahr 2023 rechnen Experten mit einer Teuerungsrate jenseits von 6%, was immer noch ein sehr hoher Wert ist. Um die Inflationsrate wieder zu reduzieren, hat die Europäische Zentralbank deshalb den Leitzins massiv angehoben und damit eben die Zinswende ausgelöst. Wie Inflation und Leitzins genau zusammenhängen, das erkläre ich dir übrigens in diesem Video. Den Link findest du natürlich auch später noch unten in der Videobeschreibung. Also halten wir fest, die Zinsen sind zurzeit wieder deutlich höher als noch vor ein bis zwei Jahren. Das Problem für dich als Bankkunde: in vielen Fällen gibt deine Bank diese gestiegenen Zinsen nicht an dich weiter. So bieten viele Sparkassen aufs Tagesgeld nicht mal 1% Zinsen. Bei einigen anderen Banken ist es ähnlich, zum Beispiel bei der Commerzbank. Du erinnerst dich an die hohe Inflationsrate, von der ich eben gesprochen habe. Und die Rechnung dazu ist relativ simpel. 6% Inflation gegenüber weniger als 1% Zinsen. Das bedeutet in anderen Worten, dass die mickrigen Zinsen von der Inflation quasi aufgefressen werden. Und das wiederum bedeutet, dein Vermögen wird weniger. Du zahlst quasi drauf. Aber warum zahlen gerade die Sparkassen so geringe Zinsen beim Tagesgeld? Was steckt dahinter? Ein Grund, den die Sparkassen nennen, ist, dass sie in der Niedrigzinsphase viele Kredite zu günstigen Konditionen vergeben haben. Dadurch fehlen den Banken jetzt Einnahmen und daher können sie laut eigener Aussage auch keine besseren Zinsen anbieten. Das mag zwar nachvollziehbar sein, aber dir und deinem Vermögen hilft das natürlich nicht, denn dein Ziel ist ja, dein Geld zu möglichst guten Konditionen anzulegen. Und wenn du dich jetzt mal umschaust, dann wirst du schnell feststellen, es gibt Banken, bei denen du aufs Tagesgeld aktuell mehr als 3% Zinsen erhältst. Und da lohnt es sich durchaus mal nachzurechnen. Sagen wir, du hast einen Betrag von 50.000 Euro angespart, den du in Form von Tagesgeld anlegen willst. Bei der Sparkasse bekommst du, sagen wir, 0,5% und bei der Consorsbank dagegen aktuell zum Beispiel 3,2%, zumindest über einen Zeitraum von 6 Monaten. Wenn wir das Ganze jetzt für diesen Zeitraum mal durchrechnen, dann sehen wir, die Zinserträge bei 50.000 Euro unterscheiden sich schon ordentlich. 125 Euro gegenüber 800 Euro für die erwähnten 6 Monate. Das sind 675 Euro haben oder nicht haben. Jetzt könntest du natürlich direkt sagen, klar, ich wechsle einfach die Bank. Bevor du das tust, haben wir aber noch einen Tipp für dich. Und der ist relativ simpel. Frag einfach mal bei deiner Hausbank nach besseren Konditionen, egal ob Sparkasse oder andere Bank. Denn wenn du schon eine Weile dort Kunde bist und nebenbei erwähnst, dass andere Banken ja deutlich höhere Zinsen anbieten, dann wird dir deine Hausbank womöglich ein Angebot mit deutlich besseren Konditionen machen, einfach um dich als Kunde zu halten. Dafür musst du allerdings aktiv werden, denn von selbst wird deine Bank das natürlich nicht tun. Die Erfahrung hat aber tatsächlich gezeigt, dass es sich lohnen kann, in bestimmten Fällen mit seiner Bank ein bisschen zu verhandeln. Du kannst deiner Bank das Ganze ja einfach mal vorrechnen, so wie hier im Video, und dann mal schauen, was passiert. Wenn deine Bank nicht mit sich verhandeln lässt, dann solltest du dir tatsächlich überlegen, ob ein Bankenwechsel für dich in Frage kommt. Mehr dazu gleich. In der Videobeschreibung, da habe ich dir mal einige Banken aufgelistet, die aktuell besonders gute Konditionen beim Tagesgeld bieten. Oder du schaust direkt mal in unseren großen Tagesgeldvergleich rein. Da findest du die Banken mit den besten Zinsen und kannst nachlesen, welche Konditionen da gelten. Den Link zum Artikel, den findest du unten im Beschreibungstext. Kommen wir nochmal auf das Thema Kontowechsel bzw. Bankenwechsel zu sprechen. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. So ein Wechsel, der fällt oft nicht gerade leicht. Gerade wenn du vielleicht schon seit einigen Jahren bei deiner Bank bist
und dich dort eigentlich auch ganz wohl fühlst, zum Beispiel weil du die persönliche Beratung dort besonders gut findest. Für viele Menschen ist das ja auch ein wichtiger Faktor. In dem Fall musst du natürlich abwägen, was dir die persönliche Beratung wert ist und ob du dafür eben geringere Zinsen in Kauf nehmen möchtest. Unser Tipp in dem Fall: Bleib gerne bei der Bank deines Vertrauens, aber eröffne trotzdem parallel ein Tagesgeldkonto bei einer der Banken, bei denen du die 3 oder mehr % auf dein Erspartes kriegst. Denn gerade wenn du einen etwas höheren Betrag auf der hohen Kante hast, macht es einfach einen gewaltigen Unterschied. Das hat ja unser Beispiel mit den 50.000 Euro eben relativ eindrucksvoll gezeigt. Ein Tagesgeldkonto eröffnen geht übrigens meistens super easy und schnell. Schau dazu einfach mal in unserem Tagesgeldvergleich. Da gelangst du mit einem Klick immer direkt zur Bank und musst da in der Regel eigentlich nur noch online einen Antrag ausfüllen und abschicken. Soweit so gut. Aber es gibt, wie anfangs erwähnt, auch noch eine Alternative zum Tagesgeld, bei der du in der Regel noch mehr Zinsen bekommst und die ich dir jetzt noch kurz vorstellen möchte. Übrigens, wenn dir dieses Video gefällt und du gerne mehr von dieser Sorte sehen willst, dann lass uns gerne ein Like da und abonniere diesen Kanal. Hier erscheint jede Woche ein Video rund um Börse, Geldanlage und Co. Kommen wir jetzt zu der Alternative, von der ich eben gesprochen habe. Und die lautet Exchange Traded Fund, kurz ETF. Das sind, wie du vielleicht auch schon weißt, börsengehandelte Indexfonds. ETFs gelten als goldener Mittelweg für Sparerinnen und Anleger, weshalb wir von Finanzen der Ratgeber diese Anlageklasse immer gerne empfehlen. Bei einem ETF investierst du dein Geld in einen Fonds, der wiederum einen Index nachbildet, wie zum Beispiel den DAX, in dem dann die entsprechenden Unternehmen enthalten sind. Das heißt, du streust dein Investment auf viele Unternehmen und hast damit ein viel geringeres Risiko als etwa mit Einzelaktien. In der Vergangenheit haben ETFs etwa auf den MSCI World Index im Durchschnitt 6-7% Rendite im Jahr gebracht. So ein ETF kombiniert also quasi den Vorteil eines Wertpapierinvestments, nämlich relativ gute Rendite, mit dem Vorteil, dass du bei einem Tagesgeldkonto auch hast, nämlich relativ hohe Sicherheit und vor allem direkte Verfügbarkeit. Du kannst deinen ETF nämlich in der Regel jederzeit ohne großen Vorlauf auflösen und dir auszahlen lassen, falls du das angelegte Geld für eine größere Investition benötigst. Zusätzlich zu den klassischen ETFs gibt es auch branchen- oder themenspezifische ETFs, zum Beispiel mit dem Schwerpunkt erneuerbare Energien oder künstliche Intelligenz, nur um mal zwei Beispiele zu nennen. In der Videobeschreibung habe ich dir ein paar interessante ETF-Alternativen aufgelistet. Schau dich da gerne mal um. Also, halten wir mal fest, du musst dich nicht mit miesen Zinsen bei deinem Tagesgeldkonto zufrieden geben. Sprich mit deiner Bank, geh in die Verhandlung und wenn das nichts bringt, dann such dir eine andere Bank, bei der du mehr aus deinem Geld machen kannst. Oder nimm dein Geld und pack es in einen ETF. In der Regel ist das auch immer eine gute Lösung. Ich hoffe, du hast was mitgenommen aus diesem Video und wenn du noch Tipps und Anregungen hast, dann teil dein Wissen mit unseren Zuschauern und schreib uns einen Kommentar unter das Video. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Felix von Finanzen der Ratgeber.